Moin meine lieben Leute, ich bin's wieder, euer Sky, und diesmal zeige ich euch, wie ihr zum Toto Isa Schrein kommt und wie ihr ihn bewältigt. Dieser Schrein ist relativ am Anfang zu finden, und zwar befinde ich mich jetzt hier südlich vom Stall der Zwillingsberge. Das heißt, hier kommen wir vorbei, wenn wir nach Kakariko wollen, schon relativ am Anfang des Spiels. Kann mal reinzoomen. So, da ist er. Wie wir jetzt genau hier hinkommen und wie wir den Schrein im Endeffekt bewältigen, das zeige ich euch jetzt. So Leute, um zu diesem Schrein jetzt nun zu gelangen, bewegen wir uns genau an diese Stelle hier. So an die Hikori-Wälder. So, ich kann noch mal ein bisschen rauszoomen. Und wir sehen diese Felswand vor uns. Ja, da equippen wir erstmal unser Kryo-Modul und bauen uns erstmal ein kleines Brückchen darüber. Sieht auch schon, dass mein Sensor fleißig hier ausschlägt. Der riecht den Schrein schon förmlich dahinter. So. So, jetzt equippen wir natürlich wieder eine Bombe. Schmeißt die da hinten einfach mal an. Und dann schwimmen wir zum Schrein. So, der Toto-Isa-Schrein. Relativ einfach zu finden. Und wir springen einfach mal direkt rein. So, Leute, im Schrein angekommen erwartet uns wieder eine Art Geschicklichkeitsspiel. Dafür brauchen wir unser Wii U Gamepad oder halt wie gesagt die Switch. Bei der Switch ist ja natürlich alles schon eingebaut. So, wir müssen halt so kleine Brücken bauen. Das erste ist relativ einfach. Ein Goshin-Schild. Ich habe wieder keinen Platz in den Taschen, deswegen lasse ich das Schild da, aber das ist ja nicht weiter schlimm, denn wir können die Sachen ja später mal irgendwann abholen, sollten wir sie dann mal brauchen. So, im zweiten Rätsel angekommen, müssen wir die Treppen einfach nur in eine Linie bringen. So, nichts einfacher als das. Und dann stellen wir uns sie so hin, dass wir auf der anderen Seite rauskommen. Ich mache das gerne so ein bisschen. Ja, höher alles, damit es im Endeffekt ein bisschen einfacher ist, auf der anderen Seite dann rüber zu kommen. So. War jetzt vielleicht ein bisschen sehr steil, aber es macht ja nichts. Hauptsache, wir kommen am Ende auf die andere Seite. So. Hier wird es ein bisschen komplizierter, aber naja, gut, was heißt kompliziert? Wir brauchen jetzt nämlich erstmal, bevor wir uns auf den Weg auf die andere Seite machen, die eine Kiste, die sich hier oben befindet. Oder besser gesagt auf der Rückseite. So. Machen wir einfach mal so. Das sollte jetzt für unsere Zwecke schon mal genügen. Jetzt können wir einfach mal rüber segeln. So, und wir erhalten den kleinen Schlüssel. Den werden wir gleich brauchen, um an unseren Schrein zu kommen. Jetzt segeln wir hier einfach mal wieder rüber. So, da. Jetzt schieben wir uns das Ganze natürlich so zurecht, dass wir auf der anderen Seite ankommen. So machen wir einfach mal so, dass die Treppen sich zu uns bewegen. Schieben das Ganze so ein bisschen wieder zu uns. So, mit so einem kleinen Winkel, dass wir auf der anderen Seite locker rüberspringen können. So. Jetzt haben wir hier eine kleine Anhöhe. Alles problemlos. Und wir können die Tür aufmachen mit dem kleinen Schlüssel, worin da sich dann der Schrein verbirgt, beziehungsweise das Abzeichen. Alles klar, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem kleinen Tutorial wieder ein bisschen weiterhelfen. Falls es der Fall war und es euch auch gefallen hat, dann lasst mir noch einfach mal ein Like da. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns natürlich im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, euer Sky. Tschüss!